war doch gerade noch was. Ach so. So, wie war das jetzt mit dem Mining-Well? Ich brauche eine Eisenspitzhacke. Da habe ich sogar noch einen. Da drüber den Dingens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und ein Redstone. Jetzt den Redstone, darüber den einen Tank. Dann haben wir eine Pumpe. Genau. So, und diese Pumpe kann es, wenn ich sie antreibe, Wasser fördern. Ich muss mal erinnern, wie das war. Bretter. War denn der Redstone-Motor? Ich kann das Wasser eh noch nicht fördern. Ich brauche vorher noch Kakteen. Ich kann schon mal den Tank aufstellen. Tank aufstellen. Den Tank aufstellen, genau. Wow. Wo haben wir denn da? Redstone Engine. Wooden Gear, ein Kolben, Glas und Bretter. Das heißt, ich brauche einen Kolben. Kolben, das war Stein. War das hier? Wunderbar, ich weiß es noch. Gier, Kolben, Glas und Bretter. Jetzt müssen wir mal gucken. Dieses Waterproof-Zeug, da braucht man nämlich einfach nur Kaktusgrün für. Okay. Wenn es ja nichts ist. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche viel mehr Holz. Aber hey, wir haben jetzt schon fast unsere erste Technologie fertig.
nehme ich eine Wasserpumpe. Mit der werde ich dann, wenn alles bereit ist, diesen Tank mit Wasser befüllen. Das ist notwendig, weil wir für die... Ich glaube, ich mache diese komische Tiermod aus. Das sind mir zu viele Viecher. Wir müssen nämlich die Quarry später mit Wasser kühlen, weil die sonst einfach in die Luft fliegt. Das wollen wir natürlich nicht. Warum gehe ich hier rein? Das kann ich doch ohne. Nee, du bist kein Pflasterstein, du bist Pflasterstein. Und wo wir gerade dabei sind, ich hatte hier noch was drin. Ja, so lustig das auch ist, aber ich habe hier gerade einen Tiger vor der Haustür. So. Funktioniert so zum Beispiel schon mal gar nicht. Super. Ach, jetzt. Außer hat eben noch nirgendwo hingetankt. Sieht man das eigentlich von hier unten? Ne, sieht man nicht. Gut. Ich kann ja gerade mal zeigen, warum ich überhaupt die roten Transportpipe. Falschen Transportpipes weggepackt. Stop. So. Mit Wooden Transportpipes holen wir etwas aus einem Gerät heraus. Ich glaube, das brauchen wir ja gar nicht. Hier dran befestigt. Ich weiß es gar nicht. Sieht komisch aus. Huch. Irgendwie verbindet das nicht. Wahrscheinlich, weil die nicht waterproof sind. Na komm, danke. Das funktioniert so nicht. Das muss bestimmt waterproof sein, damit das überhaupt sich mit diesen Tanks unter Wasserprobe verbinden kann. Gut, das heißt, wir müssen eine Wüste suchen. Denn ich brauche Kaktusgrün. Und das bekommen wir nur aus Kakteen. Laufen wir mal einfach mal in diese Richtung und mal gucken, wo wir ankommen. Oh, ich könnte auf den Berg kraxeln. Und da oben soll eine wunderbare Aussicht haben. Thank you.
Wir brauchen eine Wüste. Das sieht mir alles nicht nach Wüste aus. Und das Schlimme ist, dass hier ist noch 1.2.5. Das heißt, es gibt noch nicht mal die Riesenbiome. Tatsächlich das nächste Problem, dass wir hier irgendwo eine Wüste haben mit Kakteen. Grafikeinstellungen, Renderdistanz, extrem. So, es dauert jetzt ein bisschen, aber dann sollten wir etwas weiter gucken können. Sandbank. Puh. Unschön. Das ist Zuckerrohr. Da hinten war Schnee, das ist glaube ich die falsche Richtung. Ja, oh fuck, falscher Button. Das war der falsche Knopf. Das ist wieder runterstellen. Ich habe noch weniger Frames als normal. Und hier beginnt das Baumsterben. Ach du Scheiße. Du Scheiße, das ist jetzt aber keine vulkanische Asche. Basalt. Scheiße. Das heißt, hier gibt es irgendwo einen Vulkan. Tja, mit diesem Technik, so Technik-Packet hat man auch neue Naturkatastrophen, zum Beispiel ein Vulkan mitten in der Landschaft. Und hier ist jetzt Schneebiom. Ich brauche aber ein Wüstenbiom. Oh, noch so ein Teil.
Kann ich einfach nicht zu teleportieren benutzen. Das wär's ja noch. Au! Okay, das war also ein bisschen tiefer als gedacht.